Diese beiden Elektroschiffe sollen auf dem Papier über 500 Kilometer weit kommen. In diesem Video presse ich ihre Akkus unter realen Bedingungen bis zum letzten aus. Beide Autos sind frisch auf 100% geladen und jetzt werden wir herausfinden, wie weit wir kommen, bis sie liegen bleiben. Ich bin übrigens in England, das bedeutet, dass ich zu keinem Zeitpunkt über 130 km/h fahren werde. Der Akku des BMW i7 xDrive 60 hat eine Nettokapazität von 101,7 kWh und die maximale Ladeleistung beträgt 195 kW. Der Mercedes AMG EQS 53 lädt mit maximal 200 kW. Seine Batterie ist mit einer Nettokapazität von 108,4 kWh etwas größer als die des i7. Mit 658 PS hat der Mercedes allerdings auch mehr Leistung als der 544 PS starke BMW. Auch beim Preis liegt der EQS über dem i7. Er kostet in der Basis 155.009,40 €. Der BMW kostet 139.900 €. Folgendermaßen wird es ablaufen. Ich werde zwischen beiden Autos hin und her wechseln. Ich fange jetzt erstmal im neueren Modell, dem BMW, an. Und die meiste Zeit fahren wir tatsächlich Autobahn. Jetzt allerdings noch nicht. Das hier ist eine Bundesstraße und ich fahre erschütternd langsame 40 Meilen pro Stunde. Wir werden übrigens die Reichweite später auch in Kilometer umrechnen. Das hier ist alles in Meilen eingestellt, weil England. Bei den ganzen Einstellungen im Auto sieht es so aus, dass ich bei 21 Grad Heizung bin. Ich bin bei der Rekuperation in Adaptiv, also ich kann das zwar ändern, ich kann natürlich auch sagen, mega starke Rekuperation oder gar keine, aber so in diesem fließenden Verkehr, der immer wieder ein bisschen mit den Geschwindigkeiten wechselt, lasse ich das mal in Adaptiv. Der i7 hat auch die Iconic Sounds, die kann ich über den My Modes Knopf auswählen. Dieser Knopf, ey, also wirklich, man sieht ihn kaum, es reflektiert hier alles so stark und er ist so winzig klein. Also, wenn ich jetzt hier in Sport gehe, oh, die Sitzwangen schließen sich. Und beim Beschleunigen klingt er nach einem Raumschiff. Klingt er denn anders in diesen anderen etwas merkwürdig anmutenden Modi? Wenn ich in Expressive gehe, dann fängt er auch an, mich zu massieren. Hier links an meiner Schulter. Oh, das ist gar nicht mal so angenehm. Eigentlich, das ist mal eine Massage. Eine Massage von einem Auto, die wehtut. Das schaffen nur wenige. Wir haben Relax. Oh nein. Jetzt. Okay. Falls ihr das hören könnt, das klingt wie so eine Art Klangschalenmassage. Oh. Ja, als ob mir ein Heiligenschein aus dem Kopf wächst, während ich hier Auto fahre. Okay, ich traue mich mal an Vierter dran. Auf die Gefahr hin, dass das jetzt hier alles uns um die Ohren fliegt. Oh. Okay, jetzt ist hinten der Bildschirm runtergefahren und wir hatten dieses tolle Geräusch, was mich jetzt erleuchtet hat. Klingt er denn jetzt anders? Nach gar nichts. Das ergibt Sinn, denn im Theater-Modus möchte zumindest die Person hinten einen Film gucken. Das heißt, wenn das Auto dann Geräusche macht, nervt das eher. Wir haben kurz angehalten und schaut euch das mal an. Genauso wie in Deutschland funktioniert auch in England nicht alles. Es gibt hier zwar ein paar Tesla-Säulen, aber naja, ob man die benutzen kann, hängt dann wirklich von verschiedenen Dingen ab und das geht in diesem Fall nicht. Aber eigentlich wollte ich nur ein paar Worte zum Design sagen, denn ich bin nicht unbedingt ein Fan von beiden. Ich finde, der Mercedes sieht ein bisschen zu langweilig aus, wie eine Computermaus, sehr glatt und steril. Und der sieht aus, als hätte er die größten Nüstern der Welt. Aber ansonsten hat er eine ziemliche Präsenz, deswegen tendiere ich dazu, das Design eigentlich besser zu finden. Und in vielerlei Hinsicht ist er eigentlich auch das aufregendere Auto mit mehr Spielereien. Und das zeichnet solche Luxuskisten ja dann eigentlich doch aus. Ich bin jetzt direkt in den Mercedes EQS gewechselt. Ich werde immer mal wieder hin und her hüpfen, um den Kontrast zwischen beiden Autos zu sehen. Und im ersten Moment fühlt er sich tatsächlich leichtfüßiger an. Das Ansprechverhalten ist auch deutlich besser. Von 0 auf 100 beschleunigt er auch sehr, sehr schnell mit diesem, wie heißt das hier, Track Pace AMG Paket. 3,4 Sekunden von 0 auf 100, wohingegen das beim BMW i7 4,7 sind. Was ich hier übrigens auch machen kann, ist, ich kann mit dem Klangbild herumspielen. Und zumindest in der Hinsicht, was Fahrmodi angeht und was das Klangbild angeht, gefällt mir dieses Modell besser. Ich habe nämlich am Lenkrad Funktionen, um das zu machen. Ich habe einmal meinen Drehsteller hier vorne. Ich bin in Komfort. Ich bin nicht im Efficiency-Modus, weil ich den hier nicht habe. In dem Sinne, ich habe zwar individual, wenn ich nach links gehe, aber ich habe dann Komfort und Sport Plus und dann habe ich, was haben wir hier noch? Ach so, genau, also Slippery, wahrscheinlich heißt das auf Deutsch dann Schnee oder so ähnlich, wo die Traktionskontrolle entsprechend konservativ agiert. Und gleichzeitig kann ich hier unten das Klangbild verändern. Jetzt ist er gerade in Balanced. Hört man da was?
so ein ganz leichtes synthetisches Geräusch im Hintergrund. Und in Sport, nochmal probieren. Oh ja, es klingt interessant, als würde jemand mit einer Hobelmaschine, auf einen Tisch stellen und man hätte einfach nur die Vibrationen von dem Gerät. Und was passiert, wenn ich auf Powerful gehe? Oh, also das hat was. Das erinnert mich dann doch ein bisschen an das Taycan-Geräusch. Das war ähnlich. Also die Geräusche unterscheiden sich tatsächlich dann doch recht stark zwischen BMW und Mercedes. Ansonsten habe ich hier auch die Rekuperationsfunktion über die Pedals. Das ist beim BMW nämlich ein bisschen anders. Da habe ich nur ein Pedal auf der linken Seite und da kann ich einfach nur den Boost aktivieren, wohingegen ich hier Rekuperation verändern kann. Die Ansicht mit den Bildschirmen und die Bedienung ist auch nicht optimal. Ich vermisse doch ein bisschen den Drehdrücksteller, mit dem ich viele Sachen während der Fahrt ganz gut verändern kann. Gleichzeitig kommt hinzu, dass diese Bildschirme aus irgendwelchen Gründen leicht nach oben geneigt sind. Das heißt, ich habe das nicht zu mir gewandt und auch nicht zum Beifahrer, sondern einfach nur nach oben, warum auch immer. Und wenn jetzt gerade das Licht so drauf scheint, dann ist es nicht verspiegelt. Aber das ist so wie, wenn ihr euer Smartphone haltet und nicht genau gerade drauf schaut, sondern so ein bisschen von der Seite. Man kann das nicht alles optimal erkennen. Die Leistung von diesem Mercedes sind 658 PS. Das Drehmoment ist wirklich beeindruckend. Das sind 950 Newtonmeter und das sorgt natürlich auch für einen entsprechenden Vortrieb, nämlich mit dem AMG-Paket 3,4 Sekunden. Und das kann einem schon ein leichtes Schleudertrauma geben. Höchstgeschwindigkeit ist übrigens 220 km/h. 2655 Kilo wiegt der Mercedes, damit ist ein kleines bisschen leichter als der BMW, aber definitiv kein absolutes Leichtgewicht, muss man ehrlich gesagt zugeben. Das liegt daran, dass die Batterie natürlich auch gewaltig ist. Die Temperatur aktuell ist aber alles andere als kalt, also die Bedingungen sind wirklich hervorragend. 15,5 Grad haben wir und das war den ganzen Tag über konstant so. Das heißt, auch die Tatsache, dass das Thermalmanagement bei Elektroautos eine Rolle spielt, ist hier gar nicht so entscheidend. Eigentlich, wir hätten überhaupt keine optimaleren Bedingungen für diesen Reichweitentest schaffen können. In England geht es eigentlich nie bergauf und die Geschwindigkeiten sind lächerlich niedrig. Also hier sollten die Autos schon ein bisschen was schaffen. Manche Elemente kennt man schon aus anderen BMW-Modellen. Der i4 beispielsweise oder der iX hat ein vergleichbares Bediensystem. Aber dieses Auto ist dann doch nochmal ein kleines bisschen luxuriöser bei Dingen, die ich persönlich super finde, weil sie so wahnsinnig unnötig sind. Und mein absolutes Lieblingsfeature ist die Tatsache, dass ich automatisch die Tür öffnen kann. Mit einem Knopfdruck hier auf der rechten Seite, auf dieser Kristallleiste, geht tatsächlich die Tür auf. Und weil es natürlich absurd wäre, jetzt selbst danach zu greifen und sie wieder zu schließen, kann ich hier drücken und sie geht auch tatsächlich wieder zu. Ich frage mich aber, was passiert, wenn jemand den Knopf drückt und ich dazwischen stehe? Okay, das war gar nicht so schlimm, aber es hat nicht erkannt, dass ich da bin. Wie ist das denn? Ist es wirklich idiotensicher? Okay, da war mein Knie im Weg zum Glück. Ich möchte nicht diese Tür gegen den Kopf bekommen. Das wäre einigermaßen unangenehm. Also es ist idiotensicher. Der Mercedes ist natürlich sehr luxuriös, aber ich zeig's euch mal. Ich muss hier tatsächlich die Tür per Hand öffnen, wie ein nicht reicher Mensch. Mit der aufpreispflichtigen besonderen Allradlenkung, die bis zu 10 Grad lenken kann, habe ich hier einen Wendekreis von 10,9 Meter. Bei einem Radstand, der nahezu identisch ist wie der beim BMW. Der BMW hat allerdings einen Wendekreis von 12,3 Metern. Das ist wirklich ein gewaltiger Unterschied und deswegen fühlt sich dieses Auto einfach sehr viel handlicher an. Das Coole an diesem Auto ist, ich kann alles über einen Bildschirm in der Tür bedienen. Ich habe zwei, ich habe einen hier und auf dieser Seite habe ich auch einen. Was ich aber machen kann ist, ich kann meinen Sitz verstellen auf die verschiedensten Art und Weisen. Ich habe hier Massagefunktionen, ich kann die Position verändern. Was passiert denn, wenn ich auf Schlafen drücke? Jetzt werden meine Beine zerquetscht. Okay, aufhören. Es wird immer schlimmer. Mein Fuß ist eingeklemmt. Ja, es wird immer definitiv. Jetzt ist... Au. Ich bin sicher, das ist in Wirklichkeit sehr viel einfacher zu bedienen, als ich es erscheinen lasse.
ich kann mir dann zusätzlich zu den Funktionen, die ich mit dem Sitz verändern kann, auch noch einen Bildschirm herunterfahren. Und das ist das eigentliche Highlight hier hinten, dass ich diesen riesigen Monitor habe. Dazu gehe ich auf Display und aktiviere den Theater Mode und falte den Bildschirm herunter. Dabei schließt sich hier hinten der Sonnenschutz, damit es keine Reflexionen gibt. Und der Bildschirm positioniert sich jetzt vor mir. Es ist nicht genau das gleiche, wie wenn ich Zug fahre, wo die Bewegungen konstanter sind. Hier werden die Geschwindigkeiten immer wieder geändert. Und ich fühle mich ehrlich gesagt nicht so gut. Und ich weiß auch nicht, ob ich dann noch Filme schauen möchte, wenn es mir ohnehin schon so mittel geht. Im Kontrast dazu wirkt der Mercedes geradezu schäbig. Der Mercedes ist im ersten Moment spürbar härter, er schaukelt nicht so rum, aber auch die Bodenwellen kommen stärker durch. Ich würde allerdings sagen, das ist in diesem Fall tatsächlich positiv. Ich hätte nicht gedacht, dass ein Auto zu weich sein kann. Ich lasse mich aber auch nicht so oft chauffieren, deswegen, naja, wieder was gelernt. In dem anderen Auto ist es mir nämlich echt schlecht geworden. Hier im Kontrast, das gefällt mir besser. Ich sitze auch spürbar höher. Das liegt an der Batterie. Man merkt das eigentlich nur im Kontrast zwischen den beiden Fahrzeugen. Was interessant ist, beim BMW haben sie es hinbekommen, die Batterie so flach zu bauen, dass der Platz im Innenraum identisch mit der Verbrennerversion ist. Hier hat man offensichtlich nicht den direkten Vergleich mit der S-Klasse, weil es dann doch schon ein anderes Auto ist. Aber dieser leicht erhöhte Einstieg und das etwas höhere Sitzen, was man von Elektroautos kennt, das merkt man hier auf jeden Fall. Was die Funktionen angeht, die ich hier habe, naja, da gibt es die Klimaeinstellung hier unten und die Sitzheizung hier. Ich kann euch das absolute Highlight zeigen. Wow. Der BMW i7 in dieser nicht richtigen M-Variante ist ein bisschen schwächer als der Mercedes. 544 PS, 745 Newtonmeter Drehmoment, allradantrieben. Von 0 auf 100, 4,7 Sekunden und die Höchstgeschwindigkeit ist 240 km/h. Das heißt, zumindest in dieser Hinsicht ist er theoretisch schneller. Aber naja, die Höchstgeschwindigkeit, die werde ich heute nicht erleben. Durch dieses ganze Hin- und Herwechseln, was ich jetzt hatte zwischen den Autos, muss ich sagen, der hier fährt deutlich breiiger. Ich hatte eigentlich den Verdacht, dass ich den hier als normales Auto besser finden würde, bevor ich ihn dann gefahren bin. Und man merkt es einfach, der Mercedes ist einfach wunderbar ausbalanciert. Klar, er ist ein bisschen sportlicher mit der AMG-Version, aber das passt als Gesamtpaket einfach viel mehr zusammen. Also wenn es darum geht, das Auto zu fahren und darum geht, ein Beifahrer zu sein oder ja, Passagier, dem nicht schlecht wird, dann würde ich den Mercedes auf jeden Fall vorziehen. 101,7 Kilowattstunden ist die Batteriekapazität vom i7, damit etwas geringer als bei Mercedes, aber wir haben hier auch weniger Leistung. Allerdings haben wir auch mehr Masse. Entsprechend ist es wirklich schwierig zu sagen, wie das ausgehen wird. Ich habe jetzt noch 21% in der Batterie. Okay, ich bin noch einmal gewechselt. Jetzt sitze ich für das große Finale im Mercedes und es ist stockfinster. Ich bin seit 5 Stunden und 54 Minuten unterwegs. Dieses Auto hat also tapfer durchgehalten soweit. Der aktuelle Batteriestand ist 16%. Die Ladesäule ist 45 Meilen entfernt und meine Reichweite ist 47 Meilen. Wenn das nicht klappt, werde ich nirgendwo in England liegen bleiben und kann den englischen AA, also den ADAC hier anrufen, damit die mich irgendwo aus den Mooren herausfischen und dann kann ich hoffen, dass mich der Hund von Baskerville nicht frisst. So, es sieht so aus, als ob ich am Ende besser dastehe als der BMW. Ich habe noch, ja, wie viel Prozent haben wir noch? 11%. Beim BMW ist es deutlich enger. Er hat auch schon Warnlampen bekommen. Oh, jetzt habe ich auch hier eine Warnung. Was sagt denn ein Reservelevel? Ich soll unbedingt laden. So, jetzt wird es langsam ernst. Ich habe rote Schrift hier vorne und es sagt mir, dass meine Leistung gedrosselt ist. Und das merke ich auch. Und es ist deutlich. Also ich kann jetzt ohnehin hier gerade nicht so schnell fahren, aber die Beschleunigung ist weg. Der Top-Speed, naja, wenn man da überhaupt davon sprechen kann, dass ich den jetzt im Moment noch habe, der ist auch definitiv reduziert. Wir geistern hier übrigens mitten in der Nacht
über das Gelände der Silverstone-Rennstrecke, weil hier irgendwo eine Ladesäule sein muss. Der BMW fährt vor mir und er ist bei 0%. Da ist kaum noch was im Tank. Bei mir geht das Lauf langsam zur Neige. Ja, wenn wir diese Säule nicht finden, dann sind wir hier gestrandet und müssen gucken, wie wir hier wieder wegkommen. Ne? Wahrscheinlich zu Fuß. Jetzt habe ich 0% Batteriekapazität und ich bin bei 0%, ja, 0 Meilen Reichweite. Es kann nicht mehr so richtig lange dauern. Schildkrötenmodus hat mich gewarnt. Erfahrungsgemäß, so auf Basis der Informationen, die wir schon herausgefahren haben, kann man damit rechnen, bei 0% noch ungefähr 8 Kilometer weit zu kommen, wenn man nicht zu schnell fährt. Aber wir haben uns jetzt dazu entschlossen, schnell zu fahren. Also könnte das schneller ein Ende nehmen. Die Leistung ist so weit zurückgefahren, ich kann kaum noch was machen. Ich bin jetzt... Ich gebe gerade Vollgas und es passiert einfach nicht viel. Es würde mich echt überraschen, nachdem der BMW so sehr danach aussah, dass er zuerst liegen bleiben würde. Könnte es jetzt sein, dass ich vielleicht doch liegen bleibe? Oder Mercedes ist vielleicht der Hersteller, der einfach die Leistung stärker reduziert, um mich dann weiterzubringen. Aber im Moment sieht es nicht gut aus und es fühlt sich auch überhaupt nicht gut an für diesen Mercedes. Och. Ich glaube, das Auto stirbt jetzt gerade. Es tut sich kaum noch was. Ich gebe Vollgas. Da ist keine Leistung mehr. Ich rolle jetzt nur noch aus. Also es hat mir jetzt gerade gesagt, ich soll unmittelbar anhalten, weil mein Antriebsstrang deaktiviert wird. Aber noch geht's. Ich habe den Warnblinker an. Ich fahre mit Schrittgeschwindigkeit. Aber jetzt ist es vorbei. Der Mercedes verendet mit einer Reichweite von 483 Kilometern, während der BMW weiter zuckelt. Allerdings nicht lange. Er bleibt kurz nach mir liegen. Seine Reichweite sind 488 Kilometer. 5 Kilometer mehr als der Mercedes. Der i7 hat einen Durchschnittsverbrauch von 20,8 Kilowattstunden auf 100 Kilometern. Beim EQS sind es 22,4 Kilowattstunden. Für mehr Reichweitentests wie diesen abonniert unseren Kanal und wenn ihr gerade einen Neuwagen sucht, egal ob elektrisch oder Verbrenner, besucht carwow.de. Dort könnt ihr verschiedene Modelle vergleichen und findet die besten Angebote.